Servus und hallo. Heute probieren wir wieder mal einen Titel aus, wo man eigentlich nur denken kann, das kann nur eine Katastrophe werden. Ich habe keine Sherlock Holmes Filme gesehen, ich habe keine Bücher gelesen. Ja, und ich bin nicht allein. Es ist mal wieder dabei da. Martin! Hallo! Ja, und ich glaube, du hast auch keine Sherlock Holmes Filme, Bücher etc. gelesen, gesehen. Von dem her, Nee, wir gar gehen nichts. nachher in die Spüle ein. Da müssen wir durch. Wir haben keine Ahnung, wer Sherlock Holmes überhaupt war, nur dass er ein Detektiv war. Und Und Robert Downey Jr. ihn ziemlich gut gespielt hat. aha, das sollte sich keiner auskennen. Robert Downey Jr. Ich habe bloß schnell geguckt, ob die Untertitel eh an sind. Dann bin ich ja gespannt. Drücken, halten Sie RT, damit sich Ihre Figur schneller bewegt. Okay. Gebongt. Oh, ich hier schießen. Oh Gott, dann kann man nicht schießen. Langweilig. Frogwares. Focus Home Interactive. Interessiert mich ja nicht die Bohne, weil ich das Spiel gemacht habe. Also sieht schon mal besser als Battleship aus. Pluspunkt. Gerade nicht richtig gesagt. Okay. Ja, man achte auf das Pferd links, ist jetzt nicht so hübsch. Aber es ist akzeptabel auf den ersten Blick. Yeah, Gangbang am Dachboden. Bin der Sherlock Holmes. Ich hab die Mütze. Sieht hier aus, ich gebe mir einen Was ist das? Das war falsch untertitelt. Das klang ganz anders. Wuff. Wuff. Für die Affenpuppe. Das Kind schaut total eingeraucht aus. Gib mir doch. Wie diese Psychokinder bei keine Ahnung welchen Spielen. Filmen. Die dann so aus dem Wasser greifen und irgendwelche Menschen fressen. Schau, das ist ein Buch. Oh Gott, das ist so schlecht. Vielleicht ein Buch über Piraten mit einer Schatzkarte. Siehst du das? Bild und Nein, das Ton glaube ich nicht. haben mal locker 2 Sekunden Unterschied. Ach, hätte ich doch all ihre Lügen durchschaut. Ah, oh, fang vorne an, nicht irgendwo in der Mitte. Es tut mir leid, der Martin bräselt sich gerade auch, weil die Also Synchro beschloss von ich, der die was nicht Feder zu schlecht ist. reißen, um die bis dato verstörendste Geschichte meines Lebens niederzuschreiben. Es begann an einem frühen Morgen des Jahres 1898, als Sherlock Holmes mir Grafisch ist es anbot, ganz ihn zum akzeptabel, aber Marquis Synchro von ist nicht okay. Conningham zu begleiten. Ja, wie gesagt, grafisch finde ich es eigentlich ganz nett. Watson, mein werter Freund, wir können jetzt gehen und den Marquis darüber in Kenntnis setzen, dass wir die samoanische Halskette gefunden haben. Und zwar deutlich schneller als Inspektor Baines, was mich zufrieden stimmt. Sie haben den Diebstahl wirklich aufgeklärt, Holmes? Und so schnell? In der Tat, Watson. Und glauben Sie mir, es war völlig unnötig, ganz London ins Visier zu nehmen, wie unser Freund Baines es wollte. Er brüstet sich ja gerne damit, dass seine Methoden den meinigen in nichts nachstehen, aber wieder einmal wurde er eines Besseren belehrt. Jetzt begleite ich Sie schon so viele Jahre bei Ihren Ermittlungen und hätte eigentlich gedacht, dass ich Ihren Gedankengängen mittlerweile folgen kann. Aber ich muss zugeben, dass ich in diesem Fall absolut gar nichts verstehe. Ach, Sie sehen zwar, Watson, aber Sie nehmen nicht wahr. Darin liegt der Unterschied. Die Sache ist doch sonnenklar. Sonnenklar? Mitten in der Nacht, als jeder tief und fest schläft, klingelt die Glocke in diesem Zimmer. Einige Sekunden später kommt auch schon der Herr des Hauses, der Mann der bestohlenen Marquise, Marquis von Conningham.
und schließt mit dem einzigen Schlüssel die Tür auf. Im Zimmer ist ein Feuer ausgebrochen. Aber sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Brand zu löschen. In diesem Moment merkt der Marquis, dass die berühmte samoanische Halskette, die noch vor wenigen Stunden sicher in einer Vitrine aufbewahrt wurde, verschwunden ist. Verifizieren wir meine Theorie, bevor Inspektor Baines hier eintrifft. Ja. Die deutsche Synchro finde ich persönlich absolut horrible, um es auf Englisch zu sagen. Es ist einfach schrecklich. Absolut nicht okay. Beschädigt die Vitrine. Jetzt können beschädigt die Vitrine. Ach, das ist eine Vitrine. Die Glasscheibe wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten, sauber und diskret. Hier wurde die Halskette aufbewahrt. Sehen Sie nur, wie klein die Öffnung ist und nicht ein einziger Fingerabdruck auf der Glasscheibe. Die Glasscheibe wurde... Sehen Sie... Wir werden das Ganze hier nur 30 Minuten anspielen, weil... mich das Spiel eigentlich nicht interessiert. Und das zweite, es reicht, um euch einen ersten Überblick zu geben. Wir können keine Untersuchung mit Modus zurück. Ah, hinzu. Die Glas sehen Sie nur. Die Glasscheibe sehen Sie nur. Ich kann hier nichts umstellen. Halt die Fresse jetzt. Die Glas. Müssen wir im Sack gehen? Hier liegt doch was im Boden. Kann ich mir angucken? Alter. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oder was will er von mir? Mir macht nichts mehr. Ah. Alle Fenster sind diese Spuren können nur von Diamanten stammen. Jemand hat versucht, das Glas aufzuschneiden, wurde dabei jedoch gestört. Der Dieb wollte also durch das Fenster fliehen, aber etwas kam dazwischen. Die Glasscheibe wurde mit einem Sehnsinn. Fuck, halt die Fresse jetzt. Ich brauche etwas. Wir machen Feuer. Ich brauche etwas. Da war doch Feuerzeug, du Affe. Untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind. Diese Rußspuren stammen von einer winzigen Hand. Ich verstehe nicht, warum die Noten voller Ruß sind. Ego-Perspektive, wobei weil der Kamin ausgefällt ist, ja. Er ist gelöst, alle glücklich. Was meinen Sie, Holmes? Untersuchen wir das Zimmer, bevor die Polizei eintrifft.
Vielleicht können wir ja etwas Licht ins Dunkel bringen. Als der Täter fliehen wollte, wahrscheinlich durch das Fenster, hat er den Schemel umgestoßen, der dann Feuer gefangen hat. Aber warum hat er nicht sofort versucht, das Feuer zu löschen? Merkwürdig. Einige Gegenstände wurden umgestoßen. Wie das alles aufgesetzt wirkt. Fußspuren. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Hose nicht schmutzig machen, wenn Sie sie untersuchen. Nicht nötig. Das ist Ruß. Die Bediensteten müssen hineingetreten sein, als sie das Feuer gelöscht haben. Vollkommen recht. Das Feuer ist genau hier ausgebrochen, direkt unter der Klingelschnur. Wer auch immer an der Klingelschnur gezogen hat, muss den Fuß im Feuer gehabt haben. Außer er hat schon geklingelt, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Der Schrank wurde nicht geöffnet. Dort wurde die Halskette nicht aufbewahrt. Aber ich glaube, für dich braucht man viel Nerven und viel Zeit und viel Ruhe. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden... Dieses Aquarium wird nicht besonders gepflegt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein toter Fisch. Wo sehe ich denn den toten Fisch? Ach, da oben. Hier ist er. Hinter diesem Raumteiler kann man sich gut verstecken. Der Diebstahl erfolgte bei Nacht. Daraus schließe ich, dass sich der Täter einfach hinter dem Raumteiler versteckt und dann gewartet hat, bis er allein im Zimmer war. Der Mann war's. Ist dann unbedingt. Seltsam. Keinerlei Spuren. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Täter sich hier versteckt hat. Hecke, die Zitrone. Oder Banner. Was meinen Sie? Wir haben alles angeguckt. Können wir gehen? Diese Dokumente sind nicht besonders interessant, auch wenn sie an den Minister für Seefahrt adressiert sind. An den Marquis höchstpersönlich. Eine Kerze. Sie muss vom Kronleuchter gefallen sein. Wenn er so mit sich selber gesprochen hätte, wäre noch schlimmer dran gewesen als Monk. Der Monk hat mir ja ausgedacht und belächelt. Was hätte man mit diesem armen Trottel gemacht? Weil er ungefähr so redet. Oh! Oh mein Gott! Eine Kerze! Sie ist runtergefallen. Als die Bediensteten durch die Glocke alarmiert wurden und schließlich zur Tür kamen, wurden sie Zeuge von dem Diebstahl und dem Feuer, sahen allerdings nicht den Täter. Diese Tür ist nur schwer aufzubekommen und nur der Marquis besitzt einen Schlüssel. Der Dieb konnte also erst aus dem Zimmer gelangen, als die Tür von den Bediensteten geöffnet wurde. Ah, Mr. Holmes, Sie sind schon da. Guten Morgen, Inspektor. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Scotland Yard ist auf Zack und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber sagen Sie, Mr. Holmes, diesen zufriedenen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Haben Sie den Fall schon gelöst? Gut möglich. Wir haben die recht ungewöhnlichen Fußspuren des Diebs nachverfolgt. Ein wahrer Akrobat. Aber was ich nicht verstehe, als die Bediensteten das Zimmer betreten haben, war niemand zu sehen. Ein Akrobat vielleicht, aber unsichtbar? Glaube ich kaum. Die einzige Erklärung ist, dass der Dieb entkommen konnte, bevor die Bediensteten das Zimmer betreten haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist die einzige Möglichkeit. Also Stundung geht es nicht, ist nur allein, Freunde. Ein halber Punkt für den Doktor, null Punkte für den Herrn Inspektor. Es freut mich, dass Sie Ihren Spaß haben, Mr. Holmes. Dann erklären Sie doch mal, wie es war. Dr. Watson lag mit dem Akrobaten richtig, aber unsichtbar war er nicht. Und Ihre Vermutung, Mr. Baines, ist falsch, da sich der Dieb noch im Zimmer befand, als die Bediensteten es betreten haben. Erklären Sie in Gottes Namen, wie es sich zugetragen hat, Mr. Holmes. Watson, wie kann ein Dieb mitten unter 8 Personen übersehen werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er sehr klein. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Richtig, er war sehr klein. Klein und außergewöhnlich gewandt. Denken Sie etwa an einen Affen? Und dressiert noch dazu. Ohne Zweifel ein Leontopithecus Rosalia aus Mittelamerika.
Der Affe versteckte sich für mehrere Stunden im Zimmer und wartete geduldig auf das Signal seines Besitzers. Als die Nacht hereinbrach und das Zimmer leer war, ertönte ein hoher Pfeifton. Und der Affe wusste, dass nun die Zeit gekommen war, das zu tun, wofür er dressiert wurde. Er verließ sein Versteck und öffnete die Vitrine mit der Spitze eines Diamanten, um die Halskette herauszunehmen. Er lief über den Kamin in Richtung Fenster, stieß dabei jedoch den Schemel um, der wiederum den Kaminschirm mit hinunterriss und schließlich in Brand geriet. Der verschreckte Affe sprang vom Kamin, indem er sich von der Klingelschnur der Glocke abseilte und rief damit die Bedienten auf den Plan. Er sprang dann zum Fenster und begann damit, mit Hilfe des Diamanten ein Loch ins Glas zu schneiden, wurde dabei jedoch von den Bediensteten gestört, die versuchten, ins Zimmer zu gelangen. Erneut bekam er es mit der Angst zu tun. Er lief hinüber zum Flügel und warf dabei die Notenblätter auf den Boden, bevor er sich im Kronleuchter versteckte, wobei er eine Kerze hinunterwarf. Schließlich gelangten die Bediensteten und der Marquis ins Zimmer, ließen dabei aber die Tür auf, während sie das Feuer löschten. In diesem Durcheinander gelang es unserem kleinen, gewandten Dieb, durch den Gang zu entkommen. So einfach war das. Eine brillante Schlussfolgerung. Bravo, Holmes! Und die Halskette? Ich kann sie von hier aus sehen, meine werten Freunde. Sie befindet sich direkt vor uns. Wir haben das Zimmer von oben bis unten durchsucht, Holmes. Wie sollen wir sie also übersehen haben können? Indem wir dem einzigen Opfer dieses Kriminalfalls keine Beachtung geschenkt haben. Welches Opfer? Niemand ist zu Tode gekommen. Doch, Watson, ein armer Goldfisch, für den das Schicksal vorgesehen hatte, von einer der wertvollsten Halsketten ganz Englands erdrückt zu werden. Das Aquarium befindet sich direkt unter dem Kronleuchter. Ich verstehe. Der kleine Affe hat sich die Halskette wahrscheinlich umgehängt und sie dann verloren, als er vom Kronleuchter gesprungen ist. Sie ist dann ins Aquarium gefallen, wo sie immer noch liegt. Marquis, hier haben Sie Ihre Halskette. Etwas nass, aber unversehrt. Mr. Holmes, mit dieser brillanten Demonstration wurden Sie Ihrem Ruf mehr als gerecht. Ich danke Ihnen vielmals, Marquis. Möchten Sie sich von der Echtheit der Halskette überzeugen? Nein, ich erkenne sie wieder. Ich habe schon viele Stunden damit zugebracht, sie zu bestaunen, müssen Sie wissen. Gut, ich lege sie lieber in den Schrank und... Inspektor, gerade wurde eine Bank überfallen. Sie müssen unverzüglich mitkommen. Befehl von Scotland Yard. Was sind das nur für Zeiten? Meine Herren, die Pflicht ruft. Ich empfehle mich, Marquis. Ach, und Mr. Holmes, wie immer gute Arbeit. So, die Halskette ist im Schrank. Die Sache hier hat uns lange genug aufgehalten. Auf nach Hause. Ja, ich glaube, dass man leicht 1000 Gamer Scores dabei zusammenlegen. Ah, gut, wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Marquis. War mir ein Vergnügen, meine Herren. Und nochmals. Aber danke. Irgendwie haben Sie aus Watsons Stimme, wie heißt Magnum nochmal? Tom Selleck Stimme nochmal, eine deutsche Synchronstimme. Das ist cool, aber Rest finde ich jetzt eher. Zuwendungsbedürftig, genau, das trifft's. Sehr gewöhnungsbedürftig. Die Zeitung von heute Morgen. Holmes, haben Sie den Artikel über Sie gelesen? Nein, Watson, noch nicht. Und ich habe auch keine Zeit. Lesen Sie ihn, bevor Sie gehen. Er ist empörend. Wenn Sie darauf bestehen. Also. Hey, wir dürfen mal wieder spielen, unfassbar. Wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten so beim hochspannenden Scheiß. Oh, interessant. Mhm. Bla bla bla. Johnny B. Good. Na dann. Prinz Woodwill, ein französischer Dudelsackspieler und Experte auf kulinarischem Gebiet, könnte unser nächster König werden. Ich denke, es gibt Schlimmeres, mein lieber Freund. Sie wissen genau, welchen Artikel ich meine, Holmes.
Wie kann Farley es wagen, sie so zu verunglimpfen und damit ihren Ruf zu schädigen? Ach, wissen Sie, Watson, wo Ruhm und Ehre walten, ist Neid nicht weit. Und was die Fälschung der Halskette betrifft, werden wir vermutlich schon bald Klarheit erlangen. Kommen Sie herein, Inspektor Baines, die Tür ist offen. Ah, Mr. Holmes. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Sie gehören zu den wenigen Besuchern, die die letzte Stufe der Treppe überspringen. Sie knarzt fürchterlich. Und dann ist da das Klimpern der Handschellen an Ihrem Gürtel. Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Inspektor? Haben Sie das Schmierblatt gelesen? Ja, gut. Cool. Kann man selber ausmachen? Kann man also selber antworten? Oder? Warten wir denn mal kurz, ich muss. Verleumdung? Oder Halskette? Sollte er auch zuspielen. Ich nehme mal Verleumdung, nur zu sehen, was passiert. Inspektor, können Sie sich diese Verleumdung erklären? Wurde die samoanische Halskette wirklich mit einer Fälschung vertauscht? Ich weiß nicht, wie der Die Halskette ist eine Fälschung? Unmöglich! Der Marquis hat ihre Echtheit vor meinen eigenen Augen bestätigt, bevor Holmes sie in den Schrank gelegt hat. Mr. Holmes, der Marquis schenkt der Theorie von Osmond Farley Glauben. Ich wäre nicht überrascht, wenn dieser Kerl selbst hinter dieser Verleumdungskampagne stecken würde. Er arbeitet als freier Journalist und ist berüchtigt für seine reißerischen und unsachlichen Artikel. Auf jeden Fall hat uns der Marquis versichert, dass Sie die letzte Person waren, die die Halskette in den Händen gehalten hat. Wir müssen zurück zum Marquis, Holmes. Ich bin mir sicher, wir können diese Theorie mit Leichtigkeit widerlegen. Das ist nicht nötig. Anschuldigungen wie diese fallen irgendwann von selbst in sich zusammen, so wie Mrs. Hudson's Soufflés. Außerdem gehört dieser Fall der Vergangenheit an und wir müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt gerade ansteht. Vielleicht haben Sie recht, Holmes. Inspektor, ich nehme an, dass Sie die gefälschte Halskette bei sich haben. Deswegen sind Sie doch hier, nicht wahr? Ihre Vorgesetzten wollen, dass ich sie mir einmal genauer ansehe. So ist es. Sie sollten entweder bestätigen oder verneinen, dass Sie diese Fälschung in den Schrank gelegt haben. Kann das nicht warten? Lord Peregrine Maitland, Bischof von Knightsbridge, empfängt mich. Und was ist mit der Marquise, Sir? Sie ist außer sich. Schließlich steht die Hochzeit ihrer Tochter kurz bevor. Und bei der Halskette handelt es sich um die wichtigste Brautgabe der jungen Frau. Das sind ja rosige Aussichten für die Ehe. Holmes, verzeihen Sie, aber sollten Sie nicht wenigstens einen Blick auf die gefälschte Halskette werfen? Watson, ich habe eine Verabredung und es steht außer Frage, dass ich verspätet eintreffe. Es dauert doch nur ein paar Minuten. Sie müssen die Anschuldigungen dieses unverschämten Artikels unbedingt entkräften. Wenn Sie mir erlauben, Inspektor. Gerne. Also gut. Was meinen Sie, Holmes? Okay. Diese Perle hat eine andere Farbe. Diese drei Perlen sind von schlechterer Qualität. Diese Perle ist zu klein. Sie gehört nicht an diese Stelle. Zu viele Unstimmigkeiten. Diese Halskette ist eine Fälschung. Man sieht auf den ersten Blick, dass es sich nur um eine billige Kopie handelt. Der Fälscher muss gewollt haben, dass sie als solche erkannt wird. Wie konnten wir uns nur von einer derart offensichtlichen Fälschung täuschen lassen? Ich verstehe das nicht. Ja, wie ist das möglich? Holmes, haben Sie eine Theorie? Ich kann es mir nicht erklären. Sie haben darauf bestanden, dass ich die Halskette... Holmes. Sie können mich begleiten, wenn Sie möchten, Watson. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Ich halte Sie bezüglich meiner Ermittlungen auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen, Inspektor. Sie haben einen Bischof erwähnt. Statten wir ihm zu Hause einen Besuch ab? Ja. Ich habe den Wohnort des Bischofs von Knightsbridge auf unserer Karte von London eingezeichnet. Sie liegt auf meinem Tisch. Würden Sie sie bitte holen? In Ordnung, Holmes.
Man kann sich jetzt hier unnötig umgucken und blau, das interessiert ja keinen. Setz den Cape auf und reit los. Haben Sie die Karte von London ge... Mit dieser Büste wurde Colonel Moraine im... Ganz Aussteller haben. Ich glaube, dass er so viel Spickzeug haben will. Schminkt er eher Watson dann immer... Arthur? So verfährt mein lieber Freund und... Haben Sie die Karte von London gefunden? Hier schreibe ich die Abenteuer von Holmes nieder. Ich habe die Karte gefunden. Hier steht die Knightsbridge. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich selten was Langweiligeres gespielt als das. Selbst NCIS war interessant, also durfte wenigstens der Flatter die Leichen angucken. Die Polizei? Wie kann das sein? Woher wissen Sie? Können wir den Bischof von Knightsbridge sehen? Ja, ja, natürlich. Aber kommen Sie doch rein. Was ist vorgefallen, Reverend? Was ist los? Ich weiß es nicht. Es muss gestern Abend passiert sein. Ich bin gerade erst gekommen und habe dann gleich diese makabre Entdeckung gemacht. Mein Gott, wie furchtbar. Ich habe noch niemanden informiert. Woher wussten Sie, dass... Holmes, sehen Sie! Der Bischof, auf schreckliche Weise verstümmelt. Wie entsetzlich. Der Weg, der ist total schockiert. Oh, wie entsetzlich. Und getötet. Er war ein guter Mensch. Wie konnte ihm nur jemand so etwas antun? Sehen Sie, er ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Welches Kind Gottes kann zu solch einer Tat fähig sein? Ganz offensichtlich jemand, der Gottes Führung nicht würdig ist, Reverend. Bitte beruhigen Sie sich und versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Wir brauchen Ihre Hilfe. Welches Motiv könnte es für diese Tat gegeben haben? Ich hatte noch keine Zeit, mich genau umzusehen, aber auf den ersten Blick scheint nichts gestohlen worden zu sein. Außerdem hat seine Exzellenz ohnehin keine Wertgegenstände besessen. Tja, ansonsten wüsste ich nicht, was ich Ihnen noch sagen könnte. Notieren Sie das bitte, Doktor. Doktor? Sie sind gar nicht von der Polizei? Nein, Reverend. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Wir sind auf Gesuch des Bischofs hier. Wenn das so ist, muss ich Sie leider bitten, nichts anzurühren und zu gehen. Ich muss mich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung setzen. Wenn die Beamten von Scotland Yard nicht weiter wissen, was nicht selten der Fall ist, das versichere ich Ihnen, ziehen Sie für gewöhnlich meine Hilfe zu Rate. Wenn Sie uns weiter forschen lassen, werden Sie die Antworten auf all Ihre Fragen bekommen. Das kommt nicht in Frage. Ich kenne Sie ja nicht einmal. Ich werde die Polizei rufen, ob Sie wollen oder nicht. Es wäre für alle besser, wenn Sie nicht die Beherrschung verlieren, Reverend. Watson, machen Sie sich Notizen? Die ganze Sache verspricht komplex zu werden. Wir dürfen nicht das kleinste Detail übersehen. Ja, Holmes, ich schreibe alles akribisch mit. Außerdem habe ich mir ein Deduktionssystem ausgedacht, das uns das Ziehen von Schlussfolgerungen erleichtert. Eins ist schon mal sicher.
Das Verbrechen wurde nicht aus Habgier begangen. Der Reverend hat gesagt, dass ganz offensichtlich nichts Wertvolles entwendet wurde. Und in der Tat scheint der Bischof nichts besessen zu haben, was Raub als Motiv zulässt. Sehr gut, Watson. Fahren Sie fort. Ja. Gehen wir kurz zur Leiche hin, gucken uns noch an. Schön den Finger gebrochen. Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Okay. Sein Bauch ist mit Kratzern übersät. Ganz offensichtlich sind sie aber nicht frisch. Diese Verletzungen haben also nichts mit dem Mord zu tun. Seine Finger weisen Spuren extremer Gewalt auf. Seine Unterarme wurden aufgeschnitten und Teile der Haut abgerissen. Was meinen Sie, Watson? 16 ist die Frage, oder? Ich würde sagen, er wurde bei lebendigem Leibe verspeist. Mir sind übrigens ungewöhnliche Zersetzungserscheinungen am Hautgewebe um die Wunden herum aufgefallen. B und auf dem Kopf. Sein Bauch, diese Verletzungen. Sein Gesichtsausdruck offenbart, dass er fürchterlich gelitten hat. Sein Mund ist voller Blut und zwischen seinen Zähnen sind Hautfetzen zu erkennen. Mein lieber Freund, alles deutet darauf hin, dass dieser Mann in seine eigenen Unterarme gebissen hat. Das ist unglaublich, Holmes! Seine Brust weist Schnittwunden auf. Ich würde sagen, von einer sehr scharfen und feinen Klinge. Kannst du auf die Fies gehen? Seine Füße wurden verbrannt. Auf den ersten Blick würde ich sagen, er hatte Schuhgröße 9. Aber welche Rolle spielt das schon, Holmes? Diese Verbrennungen sehen schlimm aus. Ein Finger, aber ganz offensichtlich nicht von den Händen des Bischofs von Knightsbridge. Wie entsetzlich. Ja, du hast Finger gefunden. Da unten, ganz unten war noch was zum Anklicken. Okay, nein, nicht das. Seine Füße wurden ver... Aber wenn... Bist du links noch? Ich? Ja. Dieser arme Mann wurde bis unterhalb der Knie gefesselt. Sicher unter anderem, um ihn am Weglaufen zu hindern. Aber hauptsächlich, um seine Schuhe ausziehen zu können. Mein Gott, Holmes. Dieser Mann wurde auf schreckliche Weise gefoltert. Ich glaube, du bist fertig mit dem Typ. Hä? Ich glaube, du bist fertig mit einem... Hier fehlt etwas. Ach ja? Und was könnte das sein? Seine Schuhe. Watson, seine Schuhe fehlen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier jetzt Schluss. Fazit, wer auf solche Spiele steht, wird sicher seine Streiter mehr haben. Mir persönlich war es, ehrlich gesagt, zu langweilig. Ist nicht mein Spieltyp. Ich finde die Synchro furchtbar. Mundbewegung zu Ton passt gar nicht. Zumindest in der deutschen Version. Die deutschen Synchronsprecher sind lächerlich. Oh mein Gott, er wurde verbrannt, ist für mich... Kein Ausdruck von Gefühlen, kein Entsetzen. Okay. Ja, das ist meine Meinung und deine? Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ja, wer so ein bisschen der
Überlegungsfreak ist, der sich ein Spiel verhält. Ja, also muss man eigentlich viel überlegen und es ist eher auf die langweilige Masche, also ist auch nicht gerade mein Spiel. Aber warum nicht? Wer CSI und NCIS mochte, wird das auch mögen. Ist ein bisschen anspruchsvoller als NCIS. Wobei dir das Spiel sehr, sehr hilft. Du brauchst eigentlich nur so im Bildschirm fahren und gucken, wo eine Lupe ist. Easy as that. Ja. Sonst gibt es eigentlich viel dazu zu sagen. Alles andere habt ihr gesehen. Damit viel Spaß damit. Wer, wie gesagt, Point-and-Click-Adventures mag, wird damit sicher seinen Spaß haben. Wer Action sucht, ist ja mal mächtig falsch. Und wie ihr gesehen habt, ist auch relativ viel Zwischensequenzen und bla bla. Also, wenn ihr was Actionreihe spielen wollt, auf keinen Fall zu lang. Wer eher so Point-and-Click-Adventure-Fan ist, kann sich's geben. Alle anderen Finger weg. Das war's von uns. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Euer Domi. Tschüss.